So, heute sind wir ein bisschen rausgefahren aus München und zwar direkt nach Straßlach. Hier ist die Wirtschaft von einem, ja, der wichtigsten Wiesenwirte, möchte ich fast sagen. Und zwar der Wildpark hier in Straßlach. Wissen Sie schon, welcher Wiesenwirt dahinter steckt? Und welches Zelt vor allem dahinter steckt? Noch nicht? Dann kommen Sie mal mit rein. Ich zeige es Ihnen. Logisch, das ist der Wirtesprecher und der Wiesenwirt überhaupt, Toni Reuterer. Bei dem bin ich heute eingeladen in Straßlach. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil vor der Wiesn ist jetzt der Terminkalender schon bumsvoll wahrscheinlich, oder? So Fische mit immer gerne. Also mehr, vielen herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Jetzt sind wir hier rausgefahren nach Straßlach extra. Das ist so der Traditionsgasthof der Familie Reuterer. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen drüber reden. Seit wann gibt es denn den schon und was steckt da alles drin? Seit 1904 ist es im Familienbesitz. Also ich bin jetzt in der vierten Generation und unser Thomas ist dann der in der fünften Generation. Ja, das ist ein bayerisches Wirtshaus mit Tradition. Eigentlich Metzgerei dabei. Das ist das, was Bayern früher war. Das heißt, alles, was man hier auch zum Essen kriegt, das ist auch aus eigener Herstellung dann logischerweise. Schwendel züchtet man zwar nicht selber, aber wir zerteilen das mit einer eigenen Metzgerei, dabei wir beschäftigen 5 Metzger, 7 Verkäuferinnen. Wir haben eine tolle Metzgerei und ein super Wirtshaus. War das schon immer so, dass Sie gesagt haben von vornherein, ja logisch übernehme ich das? Das ist ja, das steckt mir quasi im Blut. Oder war das schon so als Kind, dass Sie gesagt haben, also eigentlich wollte ich lieber mal Polizist werden? Ja, das war mir sicher nicht eingefallen, aber mein Herz, ich habe ein Metzgerherz, ich wollte nie Wirt werden, nur Metzger. Ich habe eine hervorragende Meisterprüfung gemacht und ich habe das 80 gegeben, dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn Sie es um Erbsen musst, um Wirtschaft schon auch mehr kümmern. Und dann habe ich mich halt ab 75 um Wirtschaft mehr gekümmert und dann ist es halt so schön langsam aufgegangen. Und so haben wir uns halt dann die ganzen Medaillen und Ehrungen geholt mit dem, was man halt alles durch Ehrgeiz, durch Tradition und durch handwerkliches Können erwirtschaftet hat. Jetzt habe ich ja gerade schon gesehen, das ist nur kurz mal durch die Wirtschaft durchgegangen, Sie sind ein sehr vorbildlicher Wirt. Sie begrüßen auch alle Gäste, persönlich sogar. Ja. Machen Sie das jeden Tag? Ja, das gehört für mich dazu. Ein bayerischer Wirt geht zum Gast hin. Wenn jetzt natürlich in der Innenstadt der Großgast steht, geht das nicht, aber bei uns. Also wir haben über 100 Tische im Garten, da gehören jeden Tische. Und dann, ganz wichtig, habe ich immer Rittersport dabei für die kleinen Kinder. Und wenn ich dann einmal zu spät komme, dann sagen die Kinder gleich, warum kommst du nicht so spät, was ist los? Ja, das erwartet man von mir und das ist auch gut so. Ich bin auch noch klein. Okay, machen wir nachher. Ja, unbedingt, wenn wir den Biergarten angeschaut haben. Weil den müssen wir auch anschauen, weil der ist ja auch was ganz Besonderes. Und gerade bei dem schönen Wetter heute, es wäre Sünd, wenn wir den nicht anschauen würden. So, jetzt sind wir draußen hier im Biergarten vom Wildpark in Straßlach. Und das ist ja jetzt nicht einfach ein Biergarten, das ist ein richtiger, besonderer Biergarten. Also erstmal ist er wunderschön, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann habt ihr ja auch wirklich Besonderheiten bei euch. Der Sommer war ja wirklich nicht so, dass man sagt, da ist man verwöhnt worden. Und dasselbe haben wir auch gehabt 2002. Und da hat es auch so oft geringert. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, sage ich, das passiert mir nicht nochmal. Und dann habe ich Bayerns größte Biergartenmarkisen gebaut und habe eine Fußbodenheizung gebaut. Das heißt, du kannst bei uns, wir waren Weihnachten schon draußen gesessen, wenn ich von alle 4 Seiten zumache, nein, hat es einfach sensationell. Das ist der Biergarten für jeden Tag eigentlich. Es ist auch so ein Biergarten für mich, weil ich bin ja so verfroren. Also wenn es ein bisschen frischer ist, dann machen Sie einfach die Fußbodenheizung an. Ja, wir machen es doch zu, weil die wären wir sonst weg. Und frieren tut es aber überwiegend die, die nur Wasser trinken. Die, die dieses herrliche Edelhell trinken oder Weißbier, da kommt eine wohlige Wärme auf. Also wenn es einem friert, sollte er sich überlegen, ob das nicht ein Ernährungsfehler ist. Dann überlege ich mir das mal und werde meine Ernährung ganz schnell umstellen, Herr Reuterer. Haben Sie überhaupt noch eine Freizeit? Also Sie sind Wirt, Sie sind Metzger, Sie sind Wiesenwirte-Sprecher, Sie sind Wiesenwirt. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Ja, wenn du delegieren kannst. Du hast einen guten Delegationsfinger und du machst das und du kümmerst dich um das. Du darfst dir auf gar keinen Fall selber zu wichtig nehmen, weil das der größte Fehler war überhaupt. Und so schwer kannst du nicht sein, weil sonst kennst du dich nicht. So bescheiden, der Herr Reuterer. Ja, also ich schaue schon, dass ich fit bin. Ich fahre in der Woche 4, 5, 6 mit Radl in der Früh, eine Stunde, 20 Kilometer Rennradl. Das ist, da hast du Power, das ist Energie und das ist wirklich, das brauche ich auch, weil nur dann bist du fit. Jetzt haben Sie ja eines der besondereren Zelte auf der Wiesn. Ich möchte jetzt nicht das Schönste sagen, weil das ist ja unser Schützenfestzelt, aber das ist ja schon eines der Zelte, die so ein bisschen herausstechen. Ja, im Hackerzelt ist halt auch wieder
die Hand vom Toni Röderer dabei. Dann habe ich den Boxen ein Thema gegeben. Und dann habe ich Cabrio doch mit eingebaut. Das heißt, wenn es drin recht heiß ist und es ringert nicht, machst du auf und dann hast du, wenn du da drin bist, eine Luft, als Monster bist am Kilimanjaro. Gell? Herr Röderer, gibt es was Sie sich für die Wiesn 2012 von Herzen wünschen? Ja, dass sie friedlich ist, dass viele Leute kommen, die feiern wollen, dass es keinen Ärger gibt, dass möglichst wenig ringert und dass es friedlich verläuft. Das wünschen wir Ihnen, das wünschen wir uns und auf der Wiesn und dann sehen wir uns allerspätestens beim Wieseneinzug wieder. War sehr schön mit Ihnen, vielen, vielen herzlichen Dank an eurem Sender, meinem Lieblingssender, alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank, Herr Röderer, und wir trinken jetzt ein Bier zusammen. Und mal eine Brotzeit. Unbedingt.